Herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Ich bin jetzt offiziell für die Teilnahme von der Vorrunde zugelassen. So haben wir es im letzten Part gemacht. Und okay. Wir machen einfach mal ein bisschen weiter. Und er möchte jetzt so ein paar Regeln raushauen. Okay. Kumpfkugeln, das kennen wir. Von jetzt an bauen die meisten Kämpfer auf Teamkämpfer auf. Okay, das wird bereits in den D-Rang-Kämpfen eingeführt. Okay, also musst du jetzt nach anderen Kämpfern suchen. Okay. Ich muss ein paar vielleicht überzeugen. Okay, cool. Also ich muss jetzt auch noch Kampfmitglieder überzeugen, mit mir zu kämpfen. Okay. Ich schlage vor, du suchst nach potenziellen Teamgefährten, ohne bereits allzu wählerisch vorzugehen. Alles klar. Achso, die kriegen die jetzt so Herzchen über den Kopf. Oder muss ich mit allen reden? Was ist das da? Kann ich das sammeln? Nee, aber das da. Eine Schnellrennpille. Moment mal. Die sehen hier alle nicht sehr kämpferisch aus. Oh, da ist wieder was am Flattern. Das nehmen wir mal mit. Das ganze Geld hier. Was soll ich mit dem ganzen Geld? Bist du Kampftypi? Nein. Vielleicht quatsche ich jetzt wirklich mal mit einem. Irgendeinem. Wobei die alle nicht sehr kämpferisch aussehen. Ah. Okay. Er ist kein Kämpfer. Ja, ist okay. Hör auf mich voll zu quatschen. Ich habe keine Zeit für dich. So, wie sieht's aus hier? Hallo, ich brauch Kampfleutchen. Hä? Hab ich irgendwie was vercheckt? Die hat noch ein anderes Symbol über dem Kopf. Wer bist du denn? Meine Ninja-Werkzeuge sind bereit. Ich habe eine Menge davon speziell hierfür hergebracht. Oh, man. Tja, das macht meine Geldbörse ein Riesenstück leichter. Okay. Pepper Gold Koala. Ja, du bist wieder nur so ein Netzwerk-Doppelgänger. Und es sind anscheinend wirklich andere Spieler. Scheint zumindest so vom Namen her. Also, ach ja, Start. Wenn ich Start drücke, hatte ich ja auch Itemliste. Tutorials zu jedem Scheiß. Lotterie los. Ja komm, wir machen jetzt die Lotterie einmal. Weil davon habe ich einige Lose. Und vielleicht kriegen wir was Tolles. Was Tolles. Moment mal. Achso, er ist der Doppelgänger. Ich dachte so, hä, was steht denn da? Aber da ist der Doppelgänger. Ja, ja. Lottery. Was geht? Willkommen im Lotteriegeschäft. Ja. Wie in der Lotterie geht, kann ich mir, glaube ich, denken. Komm, hau mal die drei Lose raus hier. R drücken. Okay. Oh, ich muss drehen. Na toll. Ein blauer, okay, Klasse 5. Also Klasse 4, nee, Klasse 5, okay. Muss ich drei hintereinander kriegen? Schildkrötenpille, eine Ninja-Infokarte und noch eine... Ach so, cool. Ah, dafür habe ich drei Sachen bekommen. Ah, okay. Ich habe drei Lose drin bekommen, drei Sachen bekommen. Dann hauen wir mal die 6. So. 4. Drehen. 2. Boah, ist okay. Ich glaube, solange ich... Was Farbiges bekommen ist schön. Oder ist Klasse 1 jetzt hier am schlechtesten? Ich weiß es doch nicht. Gucken wir mal. Okay. Eine Maske. Noch eine Maske. Noch eine Maske. Karten und Karten. Ultimative Sütze Nummer 80. Schmetterlingsnetz. Schwanz des 9-Schwänzigen. Schwanz des 4-Schwänzigen. Oh Gott, das ist ja... Ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Schau mal wieder rein. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Was ist mit dir? Alright. Gut, diesmal schaffe ich's. Du bist auch nicht wirklich kämpferisch bereit, mein Freund. Was ist denn hier los mit euch? Ich will da durch. Ich finde das nicht gut. Wo sind die Kämpfer, die ich brauche? Wo sind meine Kämpfer? Hä? Wo sind sie? Medaille. Steht wahrscheinlich nur einer am Strand. Ach, hier, ja. Wen nehme ich denn davon? Den großen? Oder kann ich beide nehmen? Ich will noch mehr leisten und jemand werden, zu dem alle anderen aufsehen. Dummkopf, sowas dürfen nur diejenigen sein, die sich wirklich anstrengen. Davon bist du meilenweit entfernt, besonders dann nicht, wenn du nur herumquatscht. Ach, klar doch, vielen Dank. Jetzt fühle ich mich schon viel besser. Also, was du jetzt Besonderes brauchst, ist Köpfchen.
Wer nicht richtig klug ist, kann auch kein Anführer sein. Das sind kluge Worte unserer Vorgänger. Und jetzt sieh dich an, das letzte Mal hast du noch nicht mal deine Prüfung geschafft. Die Frage könntest du ganz leicht beantworten, wenn du das Nachschlagewerk hättest, das im Laden zu kaufen ist. Naja, mit einer Prüfung hatte ich auch nicht gerechnet, nachdem ich schon die Ninja Academy abgeschlossen hatte. Und diese Fragen erst, viel zu schwer, die kann doch niemand beantworten. Ach tatsächlich, ein erstklassiger Ninja beantwortet diese Fragen mit Leichtigkeit. Verbündeten Ereignisse, okay. Beweise dein unvergleichliches Wissen und beantworte alle von Iruka gestellten Fragen richtig. Es könnte helfen, wenn du ein Item im Itemladen vorbeischaust und dir ein Nachschlagewerk besorgst. Okay. Oh, da gibt es wohl jemanden, der genau weiß, wovon die Rede ist. Du bist hergekommen, nur um diese Fragen zu beantworten? Mann, du musst aber eine Menge freie Zeit totzuschlagen haben. Konohamaru, Gott. Jetzt halt aber deine freche Klappe. Aber, egal, jetzt werden die Fragen beantwortet, also rühr dich nicht von der Stelle und pass gut auf. Eine perfekte Punktzahl ist einfach unmöglich. Also dann, Frage 1. Die wichtigsten 5 Ninja-Dörfer sind Konoha, Sono, Komo, Kiri und... keine Ahnung. Iwa. Konan ist Mitglied bei den Akatsuki. Welche Inschrift trägt ihr Ring? Ich habe keine Ahnung. Wer führt die erste Kompanie als Truppe für Aktion mittlerer Reichweite im vierten großen Ninja-Krieg? Mifune? Wer unter den 7 Schwertkämpfern aus Kiri führt als Schwert Kabutowari den Helmspalter? Ich habe doch keine Ahnung. Frage 5. Unter den zahlreichen geschwänzten Tieren ist eins, das auf den Namen Kokuo hört. Wie viele Schwänze hat es? Kokuo. 5? Ah ja. Also die nächste Frage. Okay. Das war alles. Ja, und jetzt nenne ich deine Punktzahl. Eine perfekte Punktzahl ist einfach unmöglich. Das Ergebnis... Oh, ich hatte 2 richtig. Du hast nicht alles korrekt beantwortet. Siehst du, ich hab's doch gesagt. So kann ich Konohamaru nicht beibringen, wie wichtig es ist zu lernen. Sehr bedauerlich. Ja, aber ich wusste doch nicht, dass das... warte, ich hole mal mein Buch. Voll die Quests? Mann. Ey du, ich brauch ein Buch. Ups. Welcome. Werkzeugverkäuferin, hast du auch ein Buch? Bento, Nachschlagewerk. Habe ich jetzt alle 5 gekauft. So. Sehr gut. Muss ich die auch lesen? Ich hoffe nicht. Boah, wenn ich die jetzt lesen muss, ne? Machtzentren. Konoha Gakure, Suna Gakure, Konoha, Suna, Komo, Blitz. Ah ne, Iwa. Iwa war sogar richtig, stimmt. Ach so, und das ist für jede Frage. Okay, Iwa. Die folgenden Ringe haben wir bei unseren Recherchen in Pain trägt 0, Konan weiß, Itachi rot. Akakuzu Nord. Im vierten großen Ninja-Krieg. Die zweite Kitsushi, die dritte Kakashi Hatake. Wollt ihr mich verarschen? Muss ich mir das aufmerken? Aufschreiben? Das hatte ich ja richtig. Oh Gott. Leute. Muss ich ja was tun für. Moment, wir gucken mal, wie das jetzt überhaupt geregelt ist, wenn ich die Nachschlagewerke in der Tasche habe. Und, ihr wisst schon. So, kann ich das hier, warte, können wir das hier schneller machen? Muss ich das jetzt echt durchdrücken? Oh, Leute. Ja, komm. So. Frage 1. Iwa. Konan ist Mitglied. Ach, Konan, welchen Ring trägt er? Kann man Start drücken? Konan war weiß? Ich hab keine Ahnung. Wer würde die erste Kompanie? Keine Ahnung. Ich muss das echt aufschreiben. Wer unter den 7 Schwertkämpfern aus Kiri führte als Schwert Kabutowari den Helmspalter. So. Können wir da jetzt... Ich muss mir das aufschreiben, wie gesagt. Ah, Mist. Alle waren richtig, außer die 4. Shit. Okay. Dann habe ich ja noch aus dem Gedächtnis halbwegs gut gehandelt. Moment. Okay, die 4...
Die sieben Schwerter in der Sonne King führen einzigartige Schwerter. Kabuto Wari hieß der, ne? Kabuto Wari ist Jinin. Jinin. Dann haben wir Iwa. Konan war weiß. Brauche ich gar nicht mehr nachgucken. Weiß ich jetzt schon so. Konan weiß. Die erste Kompanie führte Darui. Der war auch dabei. Dann kommt Jinin. Und in der 5 ist es dann Kohuo 5. Also die 5. So, jetzt müssten wir das eigentlich richtig hinkriegen. Machen wir es nochmal. Hui, Moment. Gib mir das da. 5 Medaillen. 300 Rio. Ah, ich drücke immer den falschen Knopf. Das Doofe ist, dass man das immer wegspammen muss hier. So, ja, bitte. So, dann stell mir die erste Frage. Komm, ich kann das jetzt. Erste Frage, Iva. Zweite Frage, Weiß. Dritte Frage, Darui. Vierte Frage, Jinin. Und fünfte Frage, 5. So, gucken wir mal, ob das richtig ist. Wow. Jawohl. Die volle Punktzahl, Glückwunsch, alles richtig beantwortet. Wahnsinn. Siehst du, Konohamaru, es gibt also doch Leute, die diese Frage richtig beantworten können. Du musst wenigstens fragen, wie diese einwandfrei beantworten können, wenn du ein S-klassiger Ninja sein möchtest. Ah. Und jetzt, falls du es kapiert hast, solltest du es fürs nächste Mal ordentlich lernen. Hast du verstanden? Ja, ja, alles klar. Gut. Wer hätte bei solchen Fragen mit einer perfekten Punktzahl gerechnet? Du bist unglaublich. Offenbar hat Konohamaru jetzt begriffen, wie wichtig Lernen und Kenntnisse sind. Ich danke dir sehr. Tja, irgendwie sollte ich meinen Dank auch ausdrücken, aber mal sehen. Was? Unterstützung? Das ist alles. Das ist alles? Dann ist das ja gar kein Problem. Ich weiß zwar nicht, wie weit ich helfen kann, aber jederzeit. Oh, ich auch. Ich habe das Gefühl, in deiner Nähe kann ich noch eine Menge lernen. Erfolg. Fang die, weil ich es tausendmal versuchen musste. Iruka Umino kann dem Team hinzugefügt werden. Konohamaru Sarutobi kann dem Team hinzugefügt werden. Konohamaru, Iruka. Problemkind der Ninja Akademie. Dem Shop wurden neue Items hinzugefügt. Also dann auf zum Lernen, Konohamaru. Geht klar, ich werde mein Bestes geben. Herbei, Verbündete, bekam ich gerade als Errungenschaft. Seht ihr nicht im Video, sehe ich gerade. Weil OBS es nicht aufnimmt. So. Muss ich jetzt noch einen holen? Oder ist das alles okay? Reichen 2. Medaille. Gucken wir mal, was er sagt. Ah. Bist du bereit für die Vorrunde? Ja. Na gut. Bitte wähle die Mitglieder. Ich kann heute nicht mehr lesen. Bitte wähle die Mitglieder, die am Teamkampf teilnehmen sollen. Okay. Kein Ding. Machen wir. Hoffentlich kann er besser kämpfen, als er lernt. Und nach dem Kampf ist dann die Folge auch schon wieder vorbei, weil ich gerade kein Zeitgefühl mehr habe. So, Mitgliederauswahl, das ist ja wohl klar. So, da muss jetzt das Mitglied rein. Bis. Achso, die beiden habe ich mir doch jetzt gerade geholt, ne? Ja, dann nehmen wir doch Iruka. Bestätigen das. Okay, dann spiele ich mir so also im Turniermodus die Charaktere frei. It's the time you've all been waiting for, the Ninja World Tournament. Who really is the greatest of them all? Will it be a ninja or maybe a samurai? Interweaving time and space, many of the greatest are here with us now. Even that one who made history long ago is here. Of course, let's not forget the storied ninjas of today. So, who really is the greatest of them all? All eyes are on the Ninja World Tournament. The Ninja World Tournament is about to begin. The tournament will decide the one and only, the greatest. The supreme champion will gain honor and glory beyond all.
But of course, they must overcome the trials first. The tournament will be broken into multiple stages. First up is the preliminaries. The preliminaries are broken up into multiple blocks. That way, only the worthy will be selected to move on. Even if it is just the preliminaries, this is still a tournament to determine the greatest. The weak will immediately taste defeat. There are other powerful participants aside from us five Kage. If you aren't serious, you won't climb to the top. That's right! Let me repeat. This is a tournament to determine the greatest. If you truly want to be called the greatest, show us your will and strength. Understand? Good! The Ninja World Tournament begins! Reaching for the top! The Ninja World Tournament begins now! The Ninja World Tournament has begun. To be crowned the greatest, one first needs to win through the preliminaries. We can't wait to see the dramatic battles that ensue. Oh, I forgot. My name is Chizune of the Hidden Leaf Village, and I will be the announcer for the tournament. Mabui is here to help as well. We have here with us Shikaku of the Hidden Leaf Village as our guest commentator. Pleased to be here. It's almost time. No holds barred from here on. They'll just have to fight it out now. Lehrer, mächtiges Zeichenteam, Meister und Schüler, das heißen Blutes und die haben gar keinen Namen. Und links. Ja, na toll. Das kann ja heiter werden hier. Vier Teams, oh Gott. Team bearbeiten, bestimme die Reihenfolge deiner Mitglieder, okay. Achso, nee, die gehören zu mir. Oh, what? Wir machen zufällig. So. Das lassen wir auch mal wieder so. Ich habe mich da jetzt noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Ich will jetzt einfach mal kämpfen. Okay. Alles klar. So läuft der Hase. Okay, Orochimaru. War doch Orochimaru, ne? Ist dabei. Alter, Alter. Du Kackschlange, ne? Der muss auf jeden Fall weg. Den wollte ich gar nicht treffen. Habt ihr gesehen? What the fuck habe ich da gerade mit ihm gemacht? Hat er überhaupt einen... habe ich ein ultimatives Jutsu gerade? Konnte ich die Kugeln aber auch kriegen, wenn ich die... Ich brauche die gar nicht sammeln. Ich brauche die gar nicht sammeln. Ich brauche einfach nur draufkloppen wie so ein Verrückten. Okay, cool. Darf ich jetzt mal ein ultimatives Jutsu machen oder kann der das nicht? Ich glaube, der kann das nicht. So, verkloppen wir die den Schlangenmann mal hier schnell. So, zack, zack. Komm schon. Nein. Aus. Aus. Ich finde es gerade nicht nett, dass die alle auf mich gehen. Komm, du bist jetzt weg. Nein! Nein, 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 nein. Gib mir mal die Kugeln. Unglaublich, wie die mich alle hier bewerfen. So, jetzt mach mal den Schlangenmann hier weg. Dankeschön. Den hauen wir jetzt nämlich raus. Tschüss. So, den nächsten. Jetzt muss ich alle raushauen. Nicht so wie beim ersten Mal. Aber ist auch okay. Kampf ist vorbei. Warum jetzt? Ach, die Zeit. Ah, okay.
An die Zeit habe ich gar nicht mehr gedacht. Aber da habe ich natürlich haushoch gewonnen. Sehr schön. Huhu. So, kommt jetzt ohne Unschweife der nächste Kampf? Ja, perfekt, dann machen wir den nämlich auch noch. Was ist das für eine Oma? Und wieso hat die Oma so viele Punkte? Das ist echt interessant mit der Oma. Warum hat der Puppenspieler zwei? Darf ich hier keine Jutsus benutzen? Doch. Anscheinend doch. So. Den, boah, wie er gleich schon weg ist, ey. Komm. Jawohl. Der kriegt hier voll aufs Maul. Aua, aua. Oh, der hat echt nicht viel ausgehalten. Jetzt. Miau. Komm, ich muss dich nur einmal treffen. Das hatte der jetzt wirklich nicht. Also der hat jetzt echt übelst auf den Sack bekommen. So. Gehen wir mal zu der... Ach, die Puppen-Oma. Ach, das ist eine Puppen-Oma hier. So eine Puppenspielerin. Okay. Ist ja an sich nicht schlimm. Boom. Tschüss. Du nervst nämlich gerade ein bisschen. Ninja. Gerade Ninja gehabt? Komm, ich würde gerne nochmal einen rauskriegen oder so. Das wäre endlustig. Aber ich glaube, den zweiten kriege ich nicht mehr hin. Mein Gott, ist das geil, wie viele Punkte ich gesammelt habe. Krass. Krass. Das ging ab. Und welchen Rang haben wir gekriegt? Also Bewertungsrang, 6000 Rio und S. Das ist voll mein Ding, glaube ich. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich beende hier den Part. Hirako-Nudeln-Vorhang. Okay, cool. 3 Medaillen, 5000 Kampfpunkte gesammelt. Es wurde ein neuer Platz in der Itempalette freigestellt. Dankeschön. 130.000 Rio, 140.000 und neue Shop-Items. Okay. Cool. Geht voll ab. Ich werde hier aber den Part beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, jetzt kommt keine Cutscene oder so, damit ich auch wirklich ausmachen kann. Hallo? Hallo? Spiel? Mach mal. Finally! The preliminaries took a long time, but the blocks have been cleared and the excitement of the preliminary round is finally at an end. So many have participated in the Ninja World Tournament, but only a few have advanced. Congratulations! There's some time to rest until the next stage, so everyone should prepare during this time. And with that, we end our broadcast. We'll see you at the next stage. Goodbye, everyone. Goodbye. Danke, dass du speicherst. Das möchte ich jetzt nämlich eh machen. Speichern ist schön. Speichern ist toll. Und darf ich jetzt bitte ausmachen? Ich hasse sowas. Mensch. Das ist doch so Let's Play unfreundlich. Dankeschön. Und bitte rede jetzt nicht mehr, weil... Ich weiß, 3-Mann-Gruppenkampf. Danke. Tschüss. So, wir sehen uns beim nächsten Mal von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Habe ich jetzt irgendein Wort vergessen? Ich weiß es nicht. Wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Tun. Ciao, ciao.